Oft geht es ja im Leben darum, etwas zu bekommen, das du gerade in diesem Augenblick nicht so einfach haben kannst. Geht es um mehr Geld, ein schnelles Auto oder den richtigen Partner, dann hilft dir das Wünschen. Das Bestellen beim Universum soll ja auf die eine oder andere Art und Weise helfen. Ob du nun daran glaubst oder nicht, das ist dem Universum egal. Meist liefert es dir prompt, zumindest nach Aussage derer, die behaupten, etwas davon zu verstehen. Hallo, mein Name ist Chris Mulzer und ich bin Lehrer für NLP und Hypnose. Wünschen also beim Universum kann dir helfen. Anders verhält es sich jedoch mit der Welt deiner Gefühle und Glaubenssätze, also mit dem, was gemeinhin mit dem Modebegriff der weichen Ressourcen bezeichnet wird. Dort kommst du mit einigen wirksamen Techniken aus dem Modell von NLP schneller ans Ziel. Die Grundannahme Nummer 3 im NLP besagt nämlich, dass die Mittel für solche Veränderungen bereits in dir vorhanden sind. Im NLP bezeichnet man mit Ressourcen alle Fähigkeiten, persönlichen Eigenschaften, geistigen Haltungen und Glaubenssätze, die du benötigst, damit du die Ziele, die du dir gesteckt hast, auch erreichst. Lass mich das am Beispiel des Selbstbewusstseins erläutern. Viele Menschen glauben, sie hätten zu wenig Selbstbewusstsein. Was ist das überhaupt, das Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein ist in der NLP-Terminologie das von einer bestimmten Umgebung abhängige, spezifische Resultat eines oder mehrerer erinnerter Gefühlszustände und Glaubenssätze aus der Vergangenheit. Selbstbewusstsein ist damit eine Eigenschaft, die sich auf deine Ressourcen bezieht, die, ja wie vorher erwähnt, bereits in dir vorhanden sein sollen. Leider ist es im Leben häufig so, dass es zwar Situationen gibt, in denen du vor Selbstbewusstsein nur so strotzt, dann aber, wenn du dieses Selbstbewusstsein wirklich nötig bräuchtest, gerade dann steht es dir nicht zur Verfügung. Nimm zum Beispiel einen Abend mit sehr guten Freunden. Mit großem Erfolg hast du vehement deine Meinung über den letzten Auftritt deiner Lieblingsfußballmannschaft oder die Vorzüge der Marke deines Autos vertreten. Dabei hast du überreichlich Selbstbewusstsein verströmt und dir die bewundernde Anerkennung deiner engen Freunde gesichert. An einem anderen Tag gab es vielleicht die Situation, als du an einem Menschen des anderen oder gleichen Geschlechts wirklich Gefallen gefunden hattest, ihn oder sie ansprechen wolltest, aber nicht getan hast. Wohin war bloß plötzlich dein Selbstbewusstsein verdampft? In welche Ecke hat es sich verzogen? Siehst du? Genau darum geht es in der dritten Grundannahme. Die NLP-Erkenntnis, dass die Gefühle und Glaubenssätze auch in dieser zweiten Situation in dir vorhanden sind, macht es dann nur mehr zur Herausforderung, diese Ressourcen zum gewünschten und richtigen Zeitpunkt zu aktivieren. Denn darum geht es doch, Gefühle und Glaubenssätze aus der einen Situation, in der du sie überreichlich zur Verfügung hast, in eine andere Situation hineinzutransportieren, in der du sie dringend nötig brauchst und glaubst, sie nicht zur Verfügung zu haben. Die Technik des Ankerns, einfach zu lernen und universell anzuwenden, sie hilft dir, Ressourcen in jedem Kontext zu transportieren, in dem du sie brauchst. Und noch etwas Wunderbares aus der Welt der kognitiven Wissenschaften. Für die Wirksamkeit der Technik macht es keinen Unterschied, ob du dir eine Situation nur vorstellst, in der du die nötigen Ressourcen zur Verfügung hast, oder ob du sie wirklich erlebt hast. Wirklich. Selbst wenn du dir nur einbildest, sie erlebt zu haben, unterscheidet dein Gehirn nicht zwischen Realität und Vorstellung. Ist das nicht wunderbar? Es gibt also keine Ausrede,
eine Situation mit einer bestimmten Ressource noch nicht erlebt zu haben. Was kannst du nun tun, um eine Ressource von der einen Situation in die andere zu transportieren? Bevor du einen Workshop von mir besuchst, um das Ankern zu lernen, gebe ich dir gleich hier eine einfache Übung. Sie benötigt lediglich zwei Schritte. Schritt 1. Finde die nötigen Ressourcen. Dazu stellst du dir die Frage, was brauche ich in einer gegebenen Situation, um mein Ziel zu erreichen? Achte darauf, als Antwort Gefühlszustände und Glaubenssätze zu bekommen. Vielleicht notierst du deine Gedanken und Erkenntnisse über die nötigen Gefühlszustände auf einem Blatt Papier. Je nachdem, wie stark und differenziert du die resultierende Ressource gestalten und wie viel Zeit du investieren willst, kannst du die Liste der gewünschten Gefühle länger oder kürzer gestalten. Für einen wirksamen Anker genügen nach meiner Erfahrung zwischen 3 und 7 Attribute. Im Falle des Selbstbewusstseins könnten dies beispielsweise die Gefühle von Geborgenheit, Sicherheit, Abenteuerlust, Lust am Neuen und vielleicht ein Schuss an sexuellem Impuls sein. Und dann kommst du gleich zu Schritt 2. Vorstellen, verstärken, ankern. Mit allen Attributen natürlich. Stell dir dazu eine Situation vor, in der du über die erste Ressource auf deiner Liste in starkem Maße verfügt hast. Verstärke die Submodalitäten dieser Erinnerung und ankere sie anschließend. Ankern funktioniert dabei wie der Pavlovsche Reflex. Du kannst die Faust ballen, dich an einen speziellen Körperteil berühren, einen Diet-Ton erzeugen oder einfach alles zusammen. Arbeite so, alle nötigen Ressourcen auf die gleiche Art und Weise ab und nutze für alle Ressourcen deiner Liste denselben Anker. Das Ergebnis ist eine neuronale Verbindung, die deinem Unbewussten den Weg in einer Situation zu den Ressourcen weist. Um beim vorherigen Beispiel zu bleiben, nehmen wir einmal an, dir fehlte es in einer bestimmten Situation an Selbstbewusstsein. Du kannst die Ressource des Selbstbewusstseins aus folgenden Attributen zusammensetzen: Geborgenheit, Sicherheit, Abenteuerlust, Lust am Neuen und ein Schuss an sexuellem Impuls. Diese Liste kannst du nach Belieben ergänzen. Erinnere dich nun im ersten Schritt an eine Situation, in der du wirklich geborgen warst. Tauche in diese Situation in deiner Erinnerung ein und verstärke die Submodalitäten. Danach ankere sie. Am Ende hast du einen Anker für das erste Attribut deines Selbstbewusstseins, in diesem Falle der Geborgenheit. Dann kommt das Gefühl der Sicherheit an die Reihe und du erinnerst, verstärkst und ankerst auch dieses Gefühl auf den vorherigen Anker. So bewegst du dich durch die Ressourcen deiner Liste. Das Ergebnis ist ein starker Anker, der dir in Situationen mit mangelndem Selbstbewusstsein in Zukunft den Weg weist. Hä? Was jetzt? Keine Ahnung, wie? Kein Problem. Sieh dir einfach den Tag 2 des Online-Practitioner an. Den kannst du kostenlos auf meiner Webseite finden. Ich habe dir den Link unten gepostet. Oder komm gleich zur NLP-Grundausbildung. Dort lernst du diese und eine Menge an anderen Techniken. Und noch ein wichtiger Ratschlag beim Experimentieren: Lehn dich zurück. Hab Spaß. Und sei aufmerksam. Du kannst beim Üben wirklich nichts falsch machen. Für dich gilt doch der NLP-Grundsatz: Wenn das, was du tust oder getan hast, nicht funktioniert, tue etwas anderes. Das ist die Essenz einer wirkungsvollen NLP-Übung. Und so macht NLP wirklich Spaß. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.